Guten Morgen, wir sind in Lübeck in einer sensationellen Halle. Sieht so aus, als könnten hier Schiffe irgendwie reingezogen werden mit 500 Tonnen und so weiter. Aber es geht um das Thema Tiny Houses. Ja, hier steht eins. Ich grüße dich, Norbert. Du bist selbst Handwerker? Ja, ich bin selber Zimmermann, bin einer der Gesellschafter von Mobilheime Lübeck. Und wir bieten hier in unserer schönen Halle unsere schönen Mobilheime an. Mobilheime, viele sagen auch Tiny Häuser, wenn ich die fest hinstellen möchte auf privatem Grundstück, ja, da muss ich ja Normen einhalten. Ist das möglich bei dem Haus gegen Aufpreis? Ja, alle Häuser bauen wir auch nach GEG, nach diesem Gebäudeenergiegesetz, sprich KfW 40, geförderte Häuser. Wir unterbieten auch alle geforderten Normen. Also grundsätzlich ist für jedes Baugrundstück ein Haus aus unserem Hause möglich. Ja, hier sieht man das Ganze. Ungefähr die Dimensionen von dem Haus? Das Haus hat ca. 10 Meter mal ca. 4 Meter. 10 mal 4 Meter. Ja, genau. Innen ungefähr Wohnung? Sind 36 Quadratmeter innen circa. 36. Das fühlt sich sehr groß an, wenn die Leute herkommen. Die sind oft ziemlich baff. Du hast auch gesagt, am besten nicht spontan vorbeikommen, Termin machen. A, seid ihr nicht immer da, sondern B, ist natürlich so, eine Beratung braucht ein bisschen Zeit. Genau, richtig. Wir nehmen uns immer sehr viel Zeit für die Kunden. Und wenn man einmal eine Runde läuft und mal ein bisschen was von den Wandbeschaffenheiten, von der Ausstattung erklärt, bräuchte man pro Kunde immer roundabout eine Stunde, Stunde 20 Minuten. Und da wollen wir natürlich einen Stau vermeiden. So, das Material, was haben wir hier? Wir haben hier ganz normale Holzfassade. Wir haben hier ein stahlverzinktes Chassis. Innen auch gleich, sieht man auch gleich edelste Ausstattung. Wir haben ein Zinkblechdach. Wir arbeiten mit der Firma Lark zusammen. Das ist europaführendes Unternehmen für Mobilheime. Sind wir Kooperationspartner hier in Lübeck. Ja, es ist ein großes Gerät. Es geht noch größer. Ja, weitaus größer. Wir bauen ja auch aneinander, wir bauen mehrgeschossig. Also das geht dann nachher in diese GEG-Geschichte. Aber Mobilheime bauen wir bis 14 Meter mal 4,60 Meter. Und du kannst die Leute verstehen, die sich ein bisschen verkleinern wollen? Unbedingt, ja. Man hat im hohen Alter viel, viel Wohnraum durch alte Häuser. Die Kinder sind ausgezogen. Dann ist der Bedarf nicht mehr so groß. Die reduzieren sich dann, kaufen dann Häuser zwischen 40 und 60 Quadratmeter und fühlen sich rundum wohl. Komm, wir gehen mal gerade einen Schritt zurück, dass wir mal sehen, wie groß das Ganze ist. Das Dach ist verzinkt oben auf dem Dach. Was liegt da drauf? Ja, das ist ein Zinkblechdach. Komplett? Ja, komplett, genau. Okay. Das ist auch dicht. Das wird ja normalerweise im gewerblichen Einsatz benutzt, in der Vermietung sehr oft. Das heißt, die müssen halten. Die halten auf jeden Fall. Das ist bedenkenlos, dass sie 30 Jahre halten. Wirklich, das ist absolut, man muss mit dem Korpus umgehen, man muss mit dem Haus leben. Wenn das Haus natürlich jahrelang leer auf dem Acker steht, geht es kaputt wie jedes steingemauerte Haus auch. Das Thema Lüften, ihr habt eine Zwangsbelüftung mit drin? Unbedingt, ist auch vom TÜV vorgegeben. Wir sind deutsch TÜV-anhängig und natürlich sind alle Belüftungsanlagen und Fenster, natürlich die Schlitze, alles ist vorgegeben vom TÜV Rheinland. Ja, man kann es hier vorne sehen, das ganze Gefährt ist mobil. Ja. Das heißt, es steht auf Rädern mit drauf, kann auch vor Ort bewegt werden. Das heißt, ich brauche nicht immer einen zwingenden Kran, oder? Nein, genau. Kann vor Ort bewegt werden, kann man auch an einen größeren SUV hängen, um ein bisschen zu deplatzieren, dass das ginge. Auf Dauer natürlich nicht, weil das eben natürlich auch sehr, sehr schwer ist. So, ich zeig mal. Ist das ein Schwertransport hier? Das ist immer unbedingt Schwertransport. Ab 2,50 Meter Breite ist das ein Schwertransport. Und da das 4 Meter ist, benötigt das immer Schwertransport, genau. Und das ist so eine Wand hier? Das ist eine Außenwand, genau. Hat noch einen zusätzlichen Alumembran eingebaut. Der gibt noch mal zusätzlich Isolierung von ca. 6,5 cm. Und so ist der Aufbau. Wir haben 100 mm Isolierung, sind deutsch TÜV-zertifiziert, winterfest bis minus 15 Grad. Die Fenster? Ist Kunststoff und eben in Farbe gehalten, hier mal in Anthrazit. Außen, das Holz ist echt? Das ist echte Lärche, genau, sibirische Lärche. Das heißt, die wird dann grau im Laufe der Zeit? Die wird im Laufe der Zeit grau, es sei denn, man steuert dagegen, indem man das dann eben Öl laucht oder eben entsprechend behandelt. Gut, man kann es machen, muss es nicht, aber es kriegt dann so eine Patina, oder? Genau, es gibt eine Patina, der eine mag es, der andere weniger. Ja, es ist jedem überlassen. So, ich gehe mal kurz hier auf die Seite. Und du machst das jetzt schon wie lange mit den Häusern hier? Die Häuser machen wir jetzt hier in Lübeck 4,5 Jahre und selber mein Gewerbe führe ich auch schon 29 Jahre aus. Also bin auch wirklich fit in diesem Thema. So, die Frage ist, du kannst das ja selbst, wenn du dich jetzt hinstellen würdest, die, ich sag mal, Materialien kaufen würdest, zu dem Preis gar nicht bauen, oder? Nein, kann man nicht. Das ist eben aufgrund dessen, weil wir eine große Produktion haben und sehr, sehr viele Häuser produzieren im Jahr, ist das so nicht möglich, wenn jetzt der kleine Handwerker mehr oder weniger kauft. Das ist gar nicht machbar. So, sehr schön. Lass uns mal reingehen, hätte ich fast gesagt. Ich gucke noch mal gerade, da ist eine Luft-Wärmepumpe drin. Ja, genau. Wärmepumpe ist dann Heizen und Kühlen in einem. Das ist auch das, was ich grundsätzlich immer anbiete. Gerade in der heutigen Zeit, Gasthermen sind langsam out. Ich beschwöre das schon seit 10 Jahren, dass sowas dann auf jeden Fall langt. Wärmepumpe als Klimaanlage, eben Heizen und Kühlen in einem. Man kann gegensteuern mit Photovoltaik oben auf dem Dach und dann trägt sich das auch alles selber. Ja, Solar hätte ich nämlich gerade gefragt. Das heißt, ich kann das ganze Dach voll machen, ne? Ja, genau. So, unten drunter, man sieht ein paar
Anschlüsse Starkstrom hier in dem Fall? Nein, bieten wir aber auch an. Wir bieten alle Möglichkeiten an. Also alles, was der Kunde wünscht, wird dann eben angeboten. So, komm, wir gehen mal rein. Es gibt diverse Eingänge. Ich nehme an, das hier, das kann man auch öffnen. Das ist Schlafzimmer, genau. Können wir gleich von drin mal gehen. Und wir gehen hier vorne einmal durch den Haupteingangsbereich. So, das über Sand hier drin. Ist schön. So, ein kleines bisschen Urlaubsfeeling. Ja. So, lass mal reintreten und dann schauen wir mal rein. Boah, der Raum, wenn die Leute das erste Mal drin sind, das ist schon groß, oder? Ist es, ja. Das ist schon, ja, das ist ein angenehmes Raumklima. Das ist eben, ja, das sind 40 Quadratmeter. Hast du die Heizung angemacht? Ja, das Haus läuft hier mit einem Heizkörper, stromführend, und das ganze Haus ist beheizt. Das ganze Haus ist beheizt, mit einem Heizkörper? Mit einem Heizkörper jetzt. Wir haben jetzt aber oben eine Klimaanlage, die steuert runter auf 18 Grad gerade. Also das ist wirklich, nein, es hat jetzt eine Standby-Funktion, also läuft das gar nicht großartig mit. Also Haus kommt mit Küche, Fenstern, mit Dachfenster, allem? Mit allem drum und dran, was gewünscht wird. Das ist mal, ja, das haben mein Geschäftspartner und ich selber gezeichnet, das Haus, weil ja viele Leute haben diese speziellen Wünsche, eben auch mit Dachfenstern, haben gesagt, komm her, wir setzen uns mal hin, zeichnen ein schönes Haus, und das ist daraus geworden. Ja, es steht nämlich jetzt hier in der Halle. Normalerweise hätte ich jetzt gedacht, es hat kein Licht, aber die Dachfenster geben so viel Licht, oder? Ja, das ist also wirklich, das halbe Dach ist wirklich fast offen optisch, und dadurch ist natürlich ein schöner Lichtanfall gegeben. So, zurzeit die Heizung. Wie funktioniert die Heizung jetzt hier? Wir haben jetzt hier eine Klimaanlage drin, eben nur verbaut. Und die Heizkörper? Die Heizkörper, die sind als Funktion, kann ich gerne mal zeigen. Das wäre hier die Möglichkeit, eben nochmal. Eine Gastherme. Ist angeschlossen. Falls das verkauft werden soll oder möchte, und jemand hat da eben noch Gas und arbeitet mit Gas, dann hat man die Möglichkeit, eben die Gastherme zu nutzen. War beides. Beides eben. Und dann Heizung und Klima in einem. So. Unten haben wir schön verbaut die Zentralstaubsaugeranlage. Kenne ich aus dem Wohnmobil unter anderem. Ja, da wird es ja oft verwendet, aber ja, das ist praktisch bei so einem kleinen Raum. Das heißt, du hast einen langen Schlauch, und der langt fürs ganze Haus. Kannst du 10 Meter ziehen, gar kein Problem. Steckst du unten immer nur einmal an, dann ist er gekoppelt und dann saugt er automatisch gleich los. Ich kann das gerne mal vorführen. Und wieder raus und fertig ist die gesamte Arbeit. Spannend, das ist natürlich sehr, sehr platzsparend. So, Whirlpool, Markengeräte mit drin, ein Gaskochfeld. Ja, Gaskochfeld. Die haben eine Waschmaschine mit Trocknerfunktion. Hier ist Geschirrspülmaschine noch verbaut. Also hier fehlt das wirklich an nichts. Platz ist gegeben. Vollausstattung, ich zeig's mal gerade. 119.250, ungefähr GEG-Aufpreis, 20.000. Kann man sagen, ca. 15.000 Euro, kann man sagen, bei 40 Quadratmetern roundabout. So, jetzt sind es ja viele Gemeinden, die unteren Bauaufsichten, die haben so ein bisschen das Problem, dass die bei Mobilheimen oft zumachen, obwohl die gar nicht wissen, das sind ja richtige Häuser, ja, nach Baurecht. Genau richtig. Wir öffnen langsam so manche Tür, weil viele Häuser werden von uns angeboten für Flüchtlinge. Die ist eben auch vollwertiger Wohnraum, und ich glaube, dass da sich in der nächsten Zeit so einiges tun wird. Schick, also da kann man jetzt gar nicht sagen, dass das hier jetzt irgendwie eine Blechkiste ist, wo du irgendwas speicherst. Hier vorne habe ich gesehen, Infrarot hier. Wo meinst du Infrarot? Der Ofen, ja genau, ja. Der Kamin, genau. Der strahlt nämlich richtig, wenn du dahinter stehst. Genau, ist eine strahlende Wärme, ist auch mit eingegeben da. Aber selber, das ist nur eine optische Sache, aber er hat eine Heizfunktion. So ein bisschen, ja. Ja. So, hier vorne ist noch ein Schrank mit drin. Genau, dann hier haben wir noch Kühl-Gefrierkombination eingebaut. So, die Gardinen, alles, was ich hier sehe, ist dabei. Ist alles dabei und wird auch alles im Werk bei Firma Lag produziert. Wo wird das produziert? In Polen wird das produziert, genau. Sehr gut. Wird auch die Möbel werden alle nach Maß gebaut, werden nicht gekauft und eingehängt und eingebaut, sondern die werden im Werk produziert und verbaut. So, man merkt schon so, dass hier ist alles mit der CNC gemacht, auf einen Millimeter genau. Genau. Das sind neueste Maschinen, die sind natürlich alle entwickelt, und wie gesagt, alles wird nach Wünschen gebaut, auch die Wandbeschaffenheiten, alles komplett. Die Stoffe werden genäht, die Rückpolster von den Betten jeweils, die Decken, die Tagesdecken, die Kissen, alles wird im Werk produziert. So, jetzt könnte man hier normal einen Raum reinmachen. Genau. Jetzt ein Arbeitsraum, aber das ist jetzt ein Schlafzimmer für zwei Personen. Genau, das ist ein Kinderzimmer, ist das mehr oder weniger, aber auch das ist natürlich konfigurierbar, dass man dann teilweise dann als Büro nutzt. Hier für dann eben für zwei Kinder ausgestattet oder für zwei andere Gäste. Kopfseitig ist dann das Schlafzimmer, das Elternschlafzimmer. Großes Schlafzimmer. So, die Bettgröße? Die hat 1,80 Meter. 1,80 mal 2 Meter. 2 Meter, genau. Okay. Können wir gehen mal rein. Ja. Oh, wirklich viel Platz. Das ist so Hotel so ein bisschen hier mit dem Schreibtisch. Ja, ist schon wirklich, genau. Man hat hier automatisch gleich einen Schminktisch oder man hat einen Platz für einen Laptop, ein kleines Büro für sich dann, wenn man mal Ruhe haben möchte.
aber dann eben nicht zu klein, das Schlafzimmer. So, die Schränke oben drüber. Ich glaube, die Hausoptik würde sich nochmal massiv verändern, je nachdem, was für eine Dachfarbe man wählt. Ja. Was man, also man hat wahrscheinlich auch den Einfluss auf die Farben so ein bisschen, ne? Außen. Unbedingt. Also wir haben sämtliche Stofffarben, Muster, also alles ist möglich. Also wir haben wirklich hunderte von Farben und Stoffe. Da setzt man sich ran, konfiguriert das. Ja, und am Ende entscheidet dann der Kunde, was er eben wünscht. Ja, die Wärmepumpe läuft, das könnt ihr jetzt nicht fühlen da draußen, aber es ist schön warm hier drin. In der Halle, schätze ich mal, haben wir so 12, 13 Grad. Ja, genau. So, ja, hier drin ist mollig warm. Ja, 18 Grad, jetzt haben wir gerade 20 Grad noch eingesteuert. Habe ich gerade mal gemacht. So, das ist eine Schiebetür, die ist platzsparend. Ist platzsparend, eben Schiebetür. Auch das wird im Werk alles selber produziert. Wird also nicht nur gekauft und eingehängt, das ist alles werkseitig. So, der Schrank ist schon dabei? Alles ist dabei. Alles was dabei. Bett, siehst, alles. Komplett alles. Mit jeder Nachttischlampe komplett ausgestattet. Okay, das heißt auch USB. Ja. Die genau. Steckdosen nach deutscher Norm? Nach deutscher Norm selbstverständlich. Sind alle, ja, Ladefunktionen. Auch das ist angegeben. Auch nach Wünschen ja, von Kunden zu bauen. Wir haben hier hinter dir nochmal eine schöne Terrassentür genommen. Das gesamte Haus ist dann auch mit Fliegengitter ausgestattet. Ich nehme an, die machen für dich, wenn du jetzt sowas zeichnest und da eine Kleinauflage bestellst, dann kannst du selbst bestimmen, wie der Grundriss sein soll. Ja, oder? Ganz, ganz oft. Wir haben selber 700 Modelle. Deshalb ist eigentlich alles an, ja, an Plänen liegt vor. Es gibt Nuancen, wo man ein bisschen beiseite springt, aber im Groben und Ganzen, wir können alles bauen. So. Ja, spannend. Die Qual der Wahl. Das heißt, welches Haus man nimmt, entscheidet ja oft auch das Grundstück. Ist das Problem, wenn ein Grundstück kommt? Kommen viele zu dir, sagen, ja, ich will so ein Haus und unterschreib direkt, besorg mir ein Grundstück. Ja, wir haben, Mobilheime Lübeck bietet auch ganz, ganz viele Pachtgrundstücke an, die man auch ganzjährig nutzen kann. Die wenigsten mit Erstwohnsitz, aber viele wollen eben Hauptaugenmerk als Ferienwohnsitz haben oder eben als Zweitwohnsitz. Das ist dann ohne weiteres möglich. Die bieten wir auch an. Das geht, das hängt ab von der Gemeinde. Das heißt, Erstwohnsitz wäre denn GEG, Bauantrag, volles Programm? Nein, gar nicht mal. Das sind entsprechende Mobilheimplätze, die das eben erlauben und das in den Regularien festgehalten haben, die das dann eben auch dürfen von der jeweiligen Gemeinde aus. Oftmals sind das aber, wie gesagt, Ganzjahresplätze, die da wohnen die Herrschaft natürlich auch drin, müssten sich dann aber eben nur woanders eben anmelden, komplett. Okay, als verstehe. Die brauchen es als zweiten Wohnsitz. Ja, genau, richtig. Okay. Ja. Was ist da so in der Praxis? Die melden sich dann an bei den Kindern, oder? Ja, gut, wir wollen da nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber die finden einen Weg. Die finden auf jeden Fall einen Weg. Hier oben drauf. Dichtigkeit, gibt es da eine Garantie eigentlich? Ja, auf jeden Fall. Also unsere Häuser sind dicht wie jedes Einfamilienhaus. Man denkt immer dieses damalige Denken von Tiny-Häusern, Wohnwagen, ein bisschen entfernter. Das, was man hier sieht, sind wirklich rollende Eigentumswohnungen, sage ich. Das merkt man auch, wenn man reinkommt, dieser schwere Holzrahmenbau. Das ist schon richtig schwere Qualität. Und die Häuser, man sieht das in Norwegen, Holzhäuser sind ja 100 Jahre alt. Boden, Isolierung, die kommen ja aus Polen, da ist ja auch schon mal kalt. Ja. In Polen darfst du ja, glaube ich, bis 50 Quadratmeter sowieso einfach bauen, ohne Baugenehmigung. Das ist da ein bisschen einfacher. Was ist in dem Boden drin? Wir haben hier ganz normaler Mineralwollaufbau, 100 mm. Das ist unser Standard. Auch die Außenwände sind 100 mm, also sprich 10 cm dick. Wie gesagt, wir sind deutsch-TÜV zertifiziert, winterfest bis minus 15 Grad und ab minus 15 dann muss die Heizung ein bisschen höher gesetzt werden oder aber eben muss entsprechend nach GEG gebaut werden. Okay. Sprich, das heißt dicker isoliert und dann geht das auch. Ja, ja. So, komm, wir gehen mal ins Bad. Ja. Weil das ist ja immer so ein bisschen das Highlight, wo die Leute sagen, hey, gefällt es mir nicht. Kann man die Tür komplett öffnen eigentlich? Ja, beschränken? Hier haben wir Hauptaugenmerk gemacht auf diesen schmalen Flur, weil die Herrschaften auch ganz oft größere Räume wünschen. Dann hat man eben wirklich die Qual dabei, dass man eben doch nur einen schmaleren Flur hat. So, das heißt eine feste Duschabtrennung, ordentliche Armaturen drin. Ja, Regenschauer verbaut. So, das ist auch mit drin. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ja. Anschluss, das heißt, ich brauche die ganz normalen Anschlüsse, Frischwasser, Abwasser? Ja, genau. Alles wie im herkömmlichen Zuhause. Alles wird von uns vorgelegt, ist dann seitens einer Fassade, ist das dann gekoppelt und wird entsprechend vor Ort dann eben angeschlossen. So, die Toilette ist vorgehängt. Ja. Wie man es kennt, ein Design-Handtuch, Heizkörper ist auch mit drin. Ja, also alles Mögliche ist gegeben vom... Mhm. Aber auch da sind wir völlig variabel und flexibel, was die Farbmuster anbelangt, weil der Kunde natürlich verschiedenste Wünsche hat, denen wir auch nachkommen. Ne? Also GEG geht, du sagst Aufpreis rund 15.000 Euro. Ja, Aufpreis dann circa zwischen 12.000 und 15.000 beginnend. Und dann hat man natürlich dann eben Einfamilienhäuser bei uns. Lieferzeit von dir? Haben derzeit einfachste Häuser von circa 10 mal 4 Meter, haben derzeit 4,5 Monate.
4,5 Monate? Ja, ja. Okay. Und ihr baut auf in einem Tag ungefähr die Koordinierung der Schwertransporte? Wie lange dauert das? Das kann man derzeit nicht sagen, weil die Schwertransporte sind weitergegeben worden. Die sind nicht mehr polizeiabhängig oder anhängig. Das ist von der Polizei weggegeben worden. Und das kann teilweise mal pendeln von 2 bis 6 Wochen, bis da eine Genehmigung durch ist. Aber auch relativ schnell. So. Ja, ist relativ schnell. Aber wie gesagt, können wir nicht beeinflussen, gar nicht. Gut. So, lass uns mal rausgehen. Da steht's. Name von dem Haus hier? Das ist das Capri. Capri? Ja. So, könnte ja jetzt auch in Italien stehen. Aber du sagst, minus 15 Grad ist kein Problem. Ja, nein, nein. Ist Deutsch-TÜV zertifiziert. So, vom deutschen TÜV zertifiziert. Da steht's Mobilheime Lübeck. So, wenn ich jetzt Interesse habe, wie gehe ich da am besten vor? Ich mache einen Termin? Ja, www.mobilheime-lübeck.de. Auf die Webseite gehen. Dann einmal Kontaktformular ausfüllen. Da, oder bestenfalls anrufen, das geht dann immer weitaus schneller, um dann schnellstens einen Termin zu vereinbaren. Ich habe dir eine Mail geschickt, du hast sehr schnell geantwortet, das war okay. Ja, danke schön. Umgehend, ja. Dann vielen, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Capri heißt das Ganze, mobilheime-lübeck.de. Tschüss.